Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video von mir. Ja, heute Kung Fu Panda 3 wieder, ein Vierer-Paket. Und ja, wir gucken auch gleich rein. Hier oben sind ja wieder die Figuren. Hier ist das Spielzeug. So, der Karton kommt weg. Und wir machen jetzt das erste Spielzeug auf. Gucken uns das erste Spielzeug an, was da wohl drin ist. Und es ist, ja, aus der Serie Sprinty. Ja, so neue Autos mit so einem, ja, mit so einer Gabel hier dran, wo man die denn, kann man dann hier hinstellen, so, und dann da drauf drücken und dann fliegen die los. Ja, schön, wer es braucht. Hier kann man es noch bekleben. Na gut, machen wir Spielzeug Nummer 2 auf. Was hier drin ist. Ah, ja. Und es ist wieder aus der, ja, Natoons Cartoon Serie diese kleine Affenbande. So sieht's aus. So, und dann machen wir von der Hauptserie jetzt die erste Figur auf. Und da bin ich natürlich gespannt, was da jetzt drin ist. Aha, es klappert. Und wir haben hier... Oh! Wie heißt der? Oogway. Also im Gegensatz zu der Dino-Serie, muss ich sagen, ist die hier schon wesentlich besser. So, wir haben jetzt einmal die, wir haben den Meister-Tigger, wir haben den Po. Wir haben den Lee und jetzt haben wir hier Dogboy. Der ist so ein bisschen hier im Hintergrund versteckt. So. Ja, der wird hier so und dann. Aha. Mit so einer kleinen Funktion hier hinten drauf. Da drückt man da auf den Panzer und dann bewegt er hier sein, ja, sein Arm, wo er den Stock drinne festhält. Cool. So, dann gucken wir mal, was uns die zweite Figur beschert, was das für eine ist. Aha, es klappert wieder. Jawohl. Ja, so kann das weitergehen mit den Paketen. Wir haben hier den Kai. Ja, da oben ist der Kai. So, wir haben jetzt das dritte Paket. Und 6 Figuren. Das ist schon mal, ja, das ist schon mal ganz gut. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Auch der hat wieder hier so einen Mechanismus, so eine Feder, was man erst zusammenbauen muss. Also baue ich das erstmal zusammen. So.
So sieht er aus. Und wie gesagt, da ist auch hier dieser Federmechanismus wieder drin, wie bei dem Po auch. So, wenn ihr die Figuren wieder auf dem Drehteller sehen wollt, bleibt dran und schaut es euch in der Ansicht an. Also bis gleich.